Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it. It's about time that you let go. Felix hat sich so gefreut, dass er jetzt mal Bergstraße fahren darf. Und dann ganz viel, Stau. Ganz viel Autobahn und dann endlich kommen die Pyrenäen. Perfekt! Gehen richtig ab hier. Das Beste daran, dass wir jetzt das Dachfenster aufgemacht haben, ist aber, dass ich endlich den letzten Tropfen aus meiner Dose hier rausbekomme. Weil normal beim Fahren kommt der nicht raus. Aber mit dem Dachfenster ist das jetzt möglich. Da wir hier jetzt eh im Stau stehen und nichts zu tun haben, der Stau geht übrigens ganz bis da hinten hoch, habe ich mir gedacht, können wir mal endlich wieder, ist ja erst gestern gewesen, Pokémon Go wieder auspacken. Und wir schauen mal, ob ich hier vielleicht mein allererstes wildes Pokémon fangen kann. Weil, vielleicht erinnert ihr euch noch, gestern gab es einfach auf dem Land kein einziges Pokémon. Ich habe jetzt einen Glumanda und sonst gar nichts. Aber vielleicht gibt es hier in den Bergen, in den Pyrenäen, dort wo gerade Stau ist, Pokémon. Das wäre cool. Dann könnte ich jetzt hier aussteigen und ein paar fangen. Aber ganz genau wie ich vermutet habe, gibt es auch hier auf den Pyrenäen weit und breit keine wilden Pokémon. Das ist echt nervig. I spent my last two summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder and let it resonate across the town with my voice and a sound, let it shake the ground. From the 415s in the trunk, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down when I'm number one. Holy shit! Fuck! Guck die Kamera an, Bro! Du hast gesagt, damit hab ich voll durch. Damit hab ich nicht gerechnet! Ich hab gerade was entdeckt, was ich so noch nie gesehen habe. Und zwar diesen Automat hier. Was ein Automat ist, aus dem man sich anscheinend warme Hamburger rauslassen kann. Ich probiere das auch gleich mal aus. Ich glaube, ich nehme den hier. 3,8. Ich glaube, es wird gerade warm gemacht. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ah. Also warm ist er definitiv. Sieht besser aus als auf dem Foto. Findest du? Mhm. Krass. Okay, also es ist trau... Oh mein Gott. Oh, mit Bacon, Junge. Es ist 2,50? 2 Euro. 2 Euro? Ja. Warte mal. Bei einer Skala von 1 bis 10. 2. Darf ich mal beißen? Schon ziemlich wieder. 8, du Scheiße. Was würdest du sagen? 1? 0? Irgendwie hat es was. Mal. Unfassbar salzig. Es hat keine Tomatensauce whatsoever. Es ist Fleisch mit Käse und Bacon. Auf einem richtig billigen, haltbaren Brötchen. Aber es hat Bacon. Fazit, witzige Idee, aber muss man nicht ausprobieren. Es schmeckt nicht komplett scheiße, aber es schmeckt nicht so, wie ein Burger schmecken sollte. Es schmeckt übel künstlich. Es schmeckt so, wie wenn man in die Ostsee beißt. Warte kurz, ich bring den Müll weg. Ah. Warum lachen wir, Felix? Weil die übel am Ragen sind. Ich fühle mich übel zurückerinnert. Scheiße. Genau so war ich. Ich schwör's dir. Genau so. Wir waren auch oben so. Stand ich und hab gegrillt. Wir saßen nur auf dem Balkon tagsüber, wenn wir nicht geschlafen haben. Und haben Shisha geraucht, die wir für 10 Euro unten Habt ihr die ganze Shisha dort gekauft? Oder habt ihr nur so alles. Das die Shisha, den Tabak. Ganz genau so. Ganz genau so haben wir es auch gemacht. Also, um es mal zu erklären. Wir sind jetzt heute bei unserem heutigen Tagesziel, kann man schon fast sagen, angekommen. Und zwar Kalea.
dem einen oder anderen von euch wird es vielleicht was sagen, denn Calea ist so ein bisschen das Mallorca für arme Abiturienten. Hier werden super viele Abifahrten hin organisiert, dass wenn man seinen Schulabschluss erreicht hat, man hier mal ordentlich saufen und feiern kann, dass man jetzt mit der Schule fertig ist. Und während der Planung für die Reise haben Albrecht und ich rausgefunden, dass wir zufälligerweise beide im selben Jahr unsere Abifahrt hierher gemacht haben. Ich war in diesem Hotel hier hinter mir untergebracht und Albrecht war ein Hotel weiter. Und eben dran vorbeigefahren. Genau, also es ist einfach direkt nebenan und ja. Hier war einfach unsere Abifahrt. Und wenn man jetzt hier so wieder steht, 4 Jahre später, dann kommen schon ein bisschen Erinnerungen daran hoch, wie primitiv das damals einfach war. Wir haben es wirklich genauso vorgefunden, wie wir es vor 4 Jahren zurückgelassen haben. Es ist immer total noch ranzig. Es ist immer noch voller grölender Leute. Aber es ist schon ein bisschen nostalgisch auf eine Art. Wir sind jetzt hier gerade noch angekommen bei einer anderen Location, die ich unbedingt besuchen wollte, wenn ich jetzt mal wieder in Calea bin. Und zwar die sogenannte Bob's Bar. Ja, ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, was ist da Besonderes passiert? Aber ich könnte euch einige Stories erzählen, was mit Bob's Bar alles passiert ist. Aber das lassen wir hier raus. Wir wollen ja den Vlog jugendfrei halten. You could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. Nachdem wir jetzt hier auf dem Campingplatz angekommen sind, bin ich nochmal losgezogen, um ein paar Sachen einzukaufen. Und ich war richtig erfolgreich unterwegs. Ich habe quasi alles bekommen, was ich mir jemals erträumt hätte und noch mehr. Denn ich habe hier einmal ein AUX-Kabel für das Auto, für latenzfreie Übertragung, weil Bluetooth immer ein bisschen hinterherhängt. Ich habe Fleisch zum Grillen, das ist schon mal nicht schlecht. Dann habe ich Pringles für dich, Albrecht. Danke, Paprika, Felix. Ich hoffe, das passt. Passt. Und ich habe ein bisschen Frühstück für morgen. Dieses heilige Teil. Den magischen Power-Converter. Wahnsinn! Ne? Ist es gut oder was? Das hat sogar, dreh mal zur Seite, schau mal von der Seite drauf oder schau von unten drauf, glaube ich. USB. Es hat USB. Das heißt, wir stecken es einfach vorne rein und da haben wir USB und Steckdose wieder im Auto. Geil. Ist es gut? Das ist sehr gut. Ich bin echt happy, weil ab morgen sind wir quasi autark mit dem Auto. Da können wir uns an irgendeinen Süßwassersee hinstellen, brauchen keine Dusche mehr. Ja. Klo bei McDonald's. Aber ansonsten ist guten Tag, ich hätte gern einen Cheeseburger und würde gern einmal kacken gehen. Ja, zum Zähneputzen haben wir auch aus Wasserflaschen benutzt. Das ist geil, oder? Mhm. Am Morgen sind wir komplett free. Und um das Ganze zu feiern. Take it. Aber dann würde ich sagen, bauen wir jetzt den Grill wieder auf und machen uns erstmal was zu essen. Kleiner Taste-Test. Ja, ist definitiv besser als der Hamburger. Aber ich würde sagen, wir essen jetzt hier noch ordentlich auf. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. That I mean it. If you look into my eyes, it shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top.